Es ist ein sehr komplexes Produkt. Voll anstrengend. Mein Name ist Hongi Kim. Mein Startup heißt Arang und da geht es um die koreanische Küche. Es geht konkret um die koreanische Seetangsuppe und um koreanische Marinaden, die ich gerne hier auf den deutschen Markt bringen will. Als ich schwanger mit meiner Tochter war, also mit meinem ersten Kind vor 7 Jahren, habe ich in der Zeit sehr viel Seetangsuppe für mich gekocht. Und nach der Geburt hat meine Mutter mich wochenlang mit koreanischer Seetangsuppe versorgt. Denn das ist so üblich in Korea, es ist eine klassische Wochenbettsuppe. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe mir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe dann 24 Stunden gearbeitet, dann noch mit meinen Kindern, die damals 3 und 5 Jahre alt waren. Ich konnte mich so gar nicht meinem Business widmen. Das war sehr frustrierend. Und daraufhin habe ich dann nochmal Elternzeit genommen. Ich hatte Elternzeitmonate übrig von meiner ersten Tochter und habe mich Januar 2022 zeitlich ein bisschen freigeschaufelt, wurde dann ins Accelerator-Programm von Foodlab Hamburg aufgenommen, was über 9 Monate ging. Und erst in dieser Zeit sind meine Produkte so richtig sozusagen entstanden.